Warum schnitt sich Dumbledore nicht einfach seine verfluchte Hand ab, um sich zu retten? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über Albus Dumbledore und seine verfluchte Hand sprechen. Genauer gesagt geht es um Dumbledores Tod, den Fluch selbst und ein Szenario, in dem sich Dumbledore vielleicht hätte retten können. Monate vor Dumbledores tragischem Ableben hatte Dumbledore selbst beschlossen, einen von Voldemorts Horcruxen aufzuspüren, einen kleinen Ring mit einem dunklen Stein an der Spitze. Das Besondere an diesem Horcrux war, dass es sich bei diesem Stein um eines der sagenumwobenen Heiligtümer des Todes handelte, den Stein der Auferstehung. Die Geschichte des Steins reicht einige Zeit zurück. Die Ursprungsgeschichte besagt, dass er dem mittleren Peveril-Bruder Cadmus Peveril vom Tod selbst geschenkt worden war. Dann beschloss der zweite Bruder, der ein arroganter Mann war, den Tod noch mehr zu demütigen und bat ihm um die Macht, andere vom Tod zurückzuholen. Dann nahm der Tod einen Stein vom Flussufer, gab ihm den zweiten Bruder und sagte ihm, dass der Stein die Macht hätte, die Toten zurückzubringen. Doch als Voldemort Jahre zuvor den Ring seines Onkels Morfin stahl, ahnte er nicht, dass dieser ein so mächtiges Relikt enthielt. Für ihn war es nur ein Familienerbstück und was noch wichtiger war, ein Gegenstand, den er mit dunkler Magie füllen konnte und den er in einen Horcrux verwandeln konnte. Aber als Albus Dumbledore den Stein zum ersten Mal fand und seine eindeutigen Zeichen bemerkte, erkannte er sofort, dass es sich um eines der drei Heiligtümer des Todes handeln musste. Da Dumbledore die wahre Macht des Steines kannte, übermannte ihn natürlich seine Neugier und er steckte sich den Ring an den Finger. Letztendlich war es die Verlockung des Steines der Auferstehung, die Dumbledore dazu veranlasste, den Ring an seinen Finger zu stecken und Voldemorts tödlichen Fluch zu empfangen. Aber warum genau hat er das getan? Nun, für Dumbledore bedeutete der Stein eine letzte Chance, seine Schwester Ariana wiederzusehen, die tragischerweise Jahrzehnte zuvor gestorben war. Wusste Dumbledore, dass der Ring ein Horcrux war? Ja, wusste er. Aber die Verlockung des Steins verursachte einen kurzen Aussetzer in seinem Urteilsvermögen, der dazu führte, dass er sich mit einem tödlichen Fluch behaftete. Wie alle Horcruxe von Voldemort hatte er ihn mit dunkler Magie geschützt und dieser besondere Horcrux würde jeden verfluchen, der den Ring anprobiert. Dumbledore sagte, ich hatte ganz vergessen, dass er jetzt ein Horcrux war und dass der Ring mit Sicherheit einen Fluch trug. Ich nahm ihn in die Hand und steckte ihn an und eine Sekunde lang stellte ich mir vor, ich würde Ariana, meine Mutter und meinen Vater sehen und ihnen sagen, wie sehr, sehr leid es mir tut. Und gleich nachdem er den verfluchten Ring an seinen Finger gesteckt hat, wird Dumbledore klar, dass ihm die Zeit davonläuft. Zum Glück konnte Dumbledore dank Snape und dessen Fachwissen über Flüche und Zaubertränke etwas Zeit gewinnen, aber viel Zeit blieb ihm trotzdem nicht. Er wusste, dass der Fluch ihn letztendlich töten würde. Mit Snapes Hilfe konnte der Fluch auf nur eine Hand begrenzt werden, was dem Schulleiter etwas mehr Zeit verschaffte. Ich denke jedoch, dass es wichtig ist, sich daran zu erinnern, dass Dumbledores Herz, wäre er ein schwächerer Zauberer gewesen, sofort gestoppt hätte, nachdem er sich mit dem Fluch infiziert hätte. Aufgrund der Art und Weise, wie Dumbledore mit seiner Krankheit umzugehen wusste, interpretieren viele diesen Fluch als eine Art langsam wirkenden tödlichen Zauber, aber das ist nicht der Fall. Es bedurfte der ganzen Kraft von Dumbledore und Snapes Erfahrung, um das Fortschreiten des Fluches aufzuhalten, und in dieser Hinsicht hatte Dumbledore sehr viel Glück. Meine Frage ist, wenn Dumbledores Fluch tatsächlich auf eine einzige Hand beschränkt war, warum hat er sich die Hand nicht einfach abgeschnitten? Die größte Sorge um Dumbledores Überleben war, dass der Fluch sich weiter ausbreiten könnte. Sie abzuschneiden scheint hier die beste logische Lösung zu sein. Dumbledore hätte zwar eine Hand verloren, aber das wäre ein geringer Preis für sein Überleben gewesen. Wenn wir an die Serie zurückdenken, dann fällt uns eine Figur ein, die sich für weniger die Hand abgehackt hat. Viel weniger. Wurmschwanz, als er den dunklen Lord zurückholte. Die Sache ist die, der Fluch war völliges Neuland, selbst für Dumbledore und Snape. Keiner von ihnen hatte je mit einem solchen Fluch zu tun gehabt. Ja, ich nehme an, sie hätten Dumbledores Hand abschneiden können, nachdem sie den Fluch eingedämmt hätten, aber wer weiß, ob der Fluch wirklich eingedämmt war? Was wäre, wenn sie seine Hand abgeschnitten hätten, nur um festzustellen, dass sich der Fluch dann auf den Rest seines Körpers übertragen hat?
Was ist, wenn diese Art von Fluch an einem Lebewesen haften bleibt, bis es stirbt? Dann wäre Dumbledore verflucht und handlungsunfähig. Es besteht auch die Möglichkeit, dass das Abschneiden seiner Hand ihn früher getötet hätte. Ohne Hand wären Snapes Präventivmaßnahmen nicht mehr wirksam und es ist durchaus möglich, dass der Fluch ihn sofort getötet hätte. Nun, all das ist möglich, aber ich nehme an, die einzigen Optionen für Dumbledore in diesem Stadium waren, langsam zu sterben oder die Hand abzuschneiden und zu sehen, was passiert. Aber nehmen wir einmal an, dass das Abschneiden der Hand ein todsicherer Weg wäre, Dumbledore am Leben zu erhalten. Warum sollte man es in diesem Fall nicht tun? Da ich nicht weiß, was passieren wird, kann ich mir vorstellen, dass sowohl Snape als auch Dumbledore in dieser Angelegenheit zögern. Dumbledore würde Gefahr laufen, entweder sofort zu sterben oder in seinen letzten Tagen noch hilfloser zu sein, während er trotzdem verflucht bleibt. Dumbledore war daran gewöhnt, Dumbledore zu sein, und eine weniger mächtige Version von sich selbst zu sein, kann für den mächtigsten Zauberer überhaupt keine allzu einladende Vorstellung gewesen sein. Nehmen wir nun an, dass das Abschneiden der Hand funktionieren würde und sowohl Snape als auch Dumbledore wüssten, dass es funktionieren würde, dann gibt es immer noch ein Problem: Draco Malfoy. Im Halbblutprinzen legt Snape einen unbrechbaren Schwur ab, indem er sich bereit erklärt, Draco zu beschützen, ihm bei seiner Aufgabe, Dumbledore zu töten, zu helfen und diese sogar selbst zu Ende zu führen, falls Draco versagt. Dracos Auftrag, Dumbledore zu töten, wurde ihm von Voldemort selbst erteilt und ich bin sicher, dass Dumbledore wusste, dass er von Voldemort schwer bestraft werden würde, wenn Draco bei diesem Auftrag scheitern würde. Am Ende entschied sich Dumbledore für einen Plan, der sein Ableben forderte, aber dabei Snapes und Dracos Leben rettete. Ich weiß, dass Dumbledores Entscheidung, sich den Ring an den Finger zu stecken, als impulsive und törichte Entscheidung gesehen wird, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es sich um Dumbledore handelt, der eigentlich immer einen Plan verfolgt. Wahrscheinlicher ist Folgendes: Als Dumbledore den Stein der Auferstehung sah, der als Horcrux in den Ring reingelegt wurde, begann er zu beklagen, was für ein egoistischer Narr er in seiner Jugend gewesen war. Dann, in einem schwachen Moment, entschied er, den Ring anzulegen, damit er sich bei seiner Familie im Jenseits anschließen konnte und im Tod Vergebung finden konnte. Dumbledore hatte zu lange ohne Liebe gelebt und es war an der Zeit, dass er weiterzog. Bemitleide nicht die Toten, Harry, bedauere die Lebenden und vor allem die, die ohne Liebe leben. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.